So ist ja immer die Akkorde hinten, ne? Dreiklang. Ja, liebe Freunde, liebe Zuhörer, wir kommen jetzt wieder zu unserem berühmten Zitate-Quiz. Nachdem also allerdings nicht allzu viele die Fragen wirklich beantworten können, werden wir dazu jeweils die Antworten liefern, wer das gesagt hat, wann er was gesagt hat, und wir werden uns auch erlauben, da und dort einen eigenen Kommentar dazu zu äußern. Und ich darf hier jetzt einmal bitten, die liebe Renate hinter mir, es wird jetzt etwas schwierig, aber zu beginnen. Am 5.12.2022 äußerte jemand folgendes Zitat: Homöopathie und Nicht-Impfen machen nicht nur nicht gesund, sondern auch dumm. Der Mann der Kacheln sagte dies. Also Jörg Kachelmann, Schweizer Fernsehmoderator, Sachbuchautor, Journalist. Ja, dieser Herr Kachelmann erhält von mir folgenden Kommentar: Man wird nicht dadurch besser, dass man andere schlecht macht. Dann darf ich weiter fortsetzen. Die Impfungen auf mRNA-Basis sind sicher. Nun, wer war das, bitteschön? Todsicher. Nein. Todsicher. Todsicher. Ja, ja. Nicht immer todsicher. Das war also der deutsche Caritasverband. Okay. So, ich darf also fortsetzen. Die Pandemie hat deutlich weniger Opfer, hätte deutlich weniger Opfer kosten können, wäre diese Politik nicht von diesem Pack eingeknickt. Wer hat das am 27.07.22 geäußert? Nun, es war Dr. Miriam Vollmer, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Verwaltungsrecht. Und dazu unser Kommentar: Die Justiz ist die Hure der Politik. Charles Maurice, The Telegram. Sogar richtig. Telegram. Alte Schwede. Spielen alle mit, was? So, worum geht's da? Nur drum. Wo denn die sexuellen Übergriffe? In Schöndorf lassen sich zwar keineswegs entschuldigen, aber sie zeigen einen Hilferuf der Flüchtlinge, weil sie zu wenig von deutschen Frauen und ihren Gefühlen respektiert werden. Na hurra, liebe Frauen. Unten steht der Name, wer das gesagt hat. So, liebe Freunde, es geht weiter. Und am 27.05.22 hat jemand folgenden Ausspruch getätigt: Und wenn der Impfnachweis nicht vorliegt, müssen die Ärzte und Kliniken dies den Behörden melden. Wer war das wieder? Nun, ein gewisser Clemens Hoch, Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz, SPD-Mitglied. Unser Kommentar dazu: Der Schlimmste im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Jawohl, so ist es, und ich darf es wiederholen: Der Schlimmste im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Dann geht's weiter. Am 13.05.22 hat wieder jemand gemeint: Die Fake News Schleuder packt die. Nun, wer hat diesen Unsinn wieder geäußert?
Es war Andreas Bergholz, stellvertretender Chefredakteur beim Volksverpetzer. Ja, natürlich, ein Professor, der tausende Mediziner ausgebildet hat, kann nur Falsches verhindern. In Deutschland sind tausende von Schwurblerärzten noch zurück. Das ist einmal der letzte Satz hier. Das letzte. Das ist einmal durch. Jetzt lassen wir mal die Glocken reden. So, danke schön für die Begleitung, die tolle Begleitung durch die Glocken. Danke, Glocken. Ich darf also weiter etwas zitieren. Dass Asylbewerber kriminell werden, auch unter Umständen Raub begehen, das ist einzig und allein Schuld der Deutschen, weil deren Spendenbereitschaft sehr zu wünschen übrig ist. Nun, wer hat denn diesen Spruch getätigt? Na, klar, wissen die alle, die Aydın Özkan, oder wie sie heißt, eine Abgeordnete zum Deutschen Bundestag. Kann man das auf unsere Kriminellen auch münzen? Ja. Mag sein. Wenn die Regierung sie arm macht. Gut, es geht weiter, meine lieben Freunde. Also da muss ich auch wieder sagen, sehr interessanter Ausspruch. Die Impfstoffe sind sicher und gut getestet. Nun, es hat auf alle Fälle der liebe Herr Stefan Albani geäußert, CDU-Bundestagsabgeordneter vom Wahlkreis Oldenburg-Ammerland. Nun, dazu kann ich nur eines sagen, und das ist ja belegt. Binnen 42 Tagen nach der Genspritze starben laut PEI, das bitteschön ist das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland, starben fast 2100 Personen aller Altersgruppen. Und jetzt sind aber nicht eingerechnet in diese Zahl die Personen, die nach diesen 42 Tagen verstorben sind an dieser Genmanipulation. Und Impfschäden. Und die Schäden als Ganzes sind weltweit, ich glaube, irgendwo bei 2,5 Millionen Menschen. Ja, 6 Millionen. Zu viele. Es heißt ja, dass es eine Gentherapie ist, was ja eigentlich nicht stimmen kann, weil eine Therapie setzt immer einen Unfall oder Krankheit voraus. Danke. Genau. Das muss sein. Dankeschön, lieber Hafenspieler. Wir kommen zum nächsten Zitat und ich darf vorweg schicken, nun, ich hätte an und für sich 32 A4 Seiten vollgeschrieben mit solchen Zitaten. Ich habe vor der Hand erst 16 Seiten diesbezüglich ausgewertet und mit meinen Kommentaren versehen. Wir kommen nun zur nächsten Aussage. Am 28.03.2022 äußerte jemand, Impfverweigerer sind Straftäter. Gesetz könnte mit hartem Zwang vorgehen. Das war der wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Na, servus. Nun, liebe Freunde, dazu darf ich meinen Kommentar abgeben. Offensichtlich hat der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages noch niemals die Grundrechte, die Charta der Grundrechte der Europäischen Union gelesen. Und zwar den Artikel 3, in dem es da heißt, im Absatz 1, jede Person
hat das Recht auf körperliche und geistige Gesundheit. Im Artikel 2 steht, im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Folgendes beachtet werden. Und der wichtigste Absatz ist hier, die Einwilligung zu einem medizinischen Eingriff, falls es ja überhaupt ein solcher ist, nach vorheriger, umfassender Aufklärung. Richtig. Und ein Verständnis der Person. So geht ja schon jetzt. Die muss damit einverstanden sein. So, ich darf noch einen weiteren. Ein weiteres Zitat vom 15.03.2022 vorlesen lassen. Helfe jetzt mit und melde dir bekannte ImpfverweigerInnen dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt. Nun, diesen klugen Ausspruch hat getätigt die Bundesservicestelle Telekommunikation in Berlin. Und hier kann ich wiederum nur dazu sagen, wie schon vorhin einmal, der Schlimmste im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. So, es geht weiter mit dem 12.03.22. Leute, die gegen die Corona-Diktatur und zeitgleich für den mörderischen Putin-Diktator demonstrieren, sind dumme Saudrottel. Nun, liebe Freunde, das darf ich noch einmal besonders laut hervorheben, denn das ist ein ganz besonders netter Mensch in Österreich. Also, was hat er gesagt? Leute, die die Corona-Diktatur und zugleich, Verzeihung, noch einmal, ich wiederhole, Leute, die gegen die Corona-Diktatur und zugleich für die mörderische Putin-Diktatur demonstrieren, sind dumme Sautrotteln. Nun, ich glaube, diese Aussage richtet sich von selbst, aber gemacht hat es ein gewisser Herr, und ich kann das gar nicht fassen, ein gewisser Herr Dr. Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter. Alter Falter, ja. Also, mein persönlicher Kommentar dazu, und jetzt verwende ich einfach das Du, obwohl es mir nicht heraufkommt. Solange du dem anderen sein Anderssein nicht verzeihen kannst, bist du nicht weit ab vom, bist du noch weit ab vom Weg der Weisheit. Richtig. Danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön für die nette Musik. So, liebe Freunde, es geht weiter. Und die Leute. Am 6.01.2022 äußerte jemand, die Impfung sei die Hauptwaffe gegen das Virus. Hier ist nicht Gewaltfreiheit angesagt. Nun, liebe Freunde, wer hat es also mit der Gewaltfreiheit nicht so, na, wie man sagt, so locker sie zu nehmen. Ja, was für Extremist ist das? Es war also ein ganz toller Mensch, der in der Gecko-Kommission gesessen ist. Es war unser Herr Generalmajor Rudolf Stredinger, Leiter der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination Gecko. Und dazu mein Kommentar. Verehrter Herr Generalmajor, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Also, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Genau.
So, es geht weiter. Am 4.1.2022. Klare Kante. SPÖ-Politiker will 14 Tage Haft für Ungeschlumpfte. Yeah. Ungeschlumpfte! Ja, ja. Der freudsche Versprecher. Genau. Ja. Nun, das war der Herr Peter Bender, Gesundheitssprecher der SPÖ Oberösterreich und dritter Landtagspräsident. Lass uns Knäste bauen für Ungeimpfte. Dazu mein Kommentar wiederum. Knäste. Lieber Peter, Ungünstigste. Solange du dem anderen sein Anderssein nicht verzeihen kannst, bist du noch weit ab vom Wege zur Weisheit. Genau. Und ich glaube speziell, die Herren aus der SPÖ haben es nötig, diese Probleme haben mit Stimmenzählen und dergleichen mehr. Die Weisheit mit Gabeln gefressen, sind alle mit Lebfisch auf bei uns. Ja, genau. Wenn sie sie mit Klöppel gegessen haben, wären sie ja schlauer als sie jetzt. Die haben sie mit Gabeln gegessen, sind jetzt durchgeflogen. Ganz einfach. Am 7.12.2021 sagte ein Arzt Folgendes: Wer die aktuellen Covid-Impfungen schlecht macht, ist entweder ein Lügner, eine Lügnerin, ein Tatsachenverweigerer oder einfach nur unwissend. Ja, liebe Freunde, das wiederum war komischerweise ein Mediziner, der solche Ausdrücke oder solche Aussprüche tätigt. Und zwar der Herr Dr. Thomas Huemer, Facharzt für Innere Medizin. Und dem kann ich nur ein Zitat von Bertolt Brecht an den Kopf werfen. Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Wer die Wahrheit eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Nun, es geht weiter. 1.12.2021. Von der Leyen. Sollten über verpflichtende Impfungen in EU, das heißt ein deutsches Urvertrauen, nachdenken. Also jetzt sage ich es nur mal, von der Leyen sollten über verpflichtende Impfungen in der EU nachdenken. Ihr habt ein Gruselkabinett. Ja, liebe Freunde. Du hast ja bei uns Bananenrepublik im Volksmund. Hier wird es natürlich schon etwas schwierig, weil ein da ganz eindeutig eben der Freud verfolgt. Denn eines ist klar, für mich bedeutet EU nichts anderes als Enteignungsunion. Richtig. Und diese Frau Ursula von der Leyen, Flinten-Uschi. Da halte ich mich lieber zurück. Bei uns war es in der Fachsprache Bananenrepublik. Ja. Also, das ist jene Dame, die ja keiner gewählt hat, aber mit dem Herrn Burler vom Pfizer einen Geheimvertrag über die Lieferung von den mRNA. Naja, Impfstoffen darf man ja gar nicht sagen, weil es ja keine sind, diese Genspritzen abgeschlossen hat. Und wo zurzeit seltsamerweise keine Protokolle aufzufinden sind. Nun, wir sehen doch sehr eindeutig, dass meine Bezeichnung für Europas Untergang oder europäische Enteignungsunion sicherlich zutreffen. Ja. Eine innovative Frau, da können nicht schwangere Frauen auch Panzer fahren. Ja. Nachdem dann die schwangeren Frauen die Panzer fahren, gehen alle Leopard 2 mit den schwangeren Frauen in die Ukraine. Ja, ich weiß, ich bin aber nicht ganz korrekt, politisch korrekt. Ja, da, irrsinnig schwach. Lass mal wieder spülen. Jawohl. Ja.
Ja, sehr nett, ja. Gut, danke, ich hab's gut. Bravo! Dankeschön, lieber Matthias. Nun, ich bin also auf mich alleine gestellt. Also geht's weiter. Am 14.11.2021 hat jemand Folgendes gesagt: Dass Ungeimpfte massive Nachteile auch im Beruf haben, dass sie ohne Entgelt nach Hause geschickt werden können, weil sie eine Gefahr für die anderen in ihrem Umfeld darstellen. Oh mein Gott. Nun, was glaubt ihr, wer war dieser kluge Herr? Nein, das war der Herr, unter Anführungszeichen, Professor Dr. Thomas Sekeresch. Ja. Damals noch Präsident der österreichischen Ärztekammer. Und interessanterweise muss ich zu diesen Herren sagen, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, dass angeblich seine Doktorarbeit in Pressburg geschrieben wurde. Aber mir gilt die Unmutsvermutung. Weiters am 13.11.2021. Impfverweigerern sollten auf intensivmedizinische Versorgung im Fall einer Erkrankung verzichten müssen. Nun, wer war das wieder? Ui. Ein Mediziner, Dr. Med. Jörg Weber, Infektionsexperte der KAPIC, Koordinator in der Corona Seit im Kärntner Krankenhaus. Nun, diesen Herrn kann ich also nur empfehlen, sich einmal die Galerie des Grauens anzusehen, die in Waldshut zur Ausstellung gekommen ist, wo all die Impfopfer und die Toten tag- und ausgestellt werden. Und weiters kann ich dazu nur sagen, nun ja, es ist einfach, mit den Wölfen zu heulen, wenn man sozusagen pro Stich 300 Euro kassiert. Und das macht zumindest in einem Monat rund 250.000 Euro aus, nachdem diese Herrschaften ja fast rund um die Uhr gespritzt haben. Also, man sieht, dass sehr viel auch hier mit Geld die Leute motiviert wurden. Nun komme ich zu einem weiteren Zitat, aber das kennen vermutlich alle Österreicher ganz besonders gut. Da hat es geheißen von einem Herrn, der meinte, einerseits, wir müssen die Zügel enger ziehen und andererseits, Weihnachten wird für Ungeimpfte ungemütlich. Nun, ich glaube, das wissen alle. Das war also unser Herr, jetzt weiß ich mir das Ganze, der Herr, nicht Zwerg, es ist schon der Herr Alexander Schallenberg, damals Bundeskanzler der Republik Österreich. Nicht gewählt, das ist auch richtig. Also, mein Kommentar dazu. Dieser Herr hat ja angeblich blaues Blut in seinen Adern. Und jetzt gilt wieder die Unschuldsvermutung. Aber man könnte auch vermuten, dass es sich dabei nur um blauen Portugieser handelt. So viel Rotwein, ja. Ist auch denn der Kugler schon weg? Nein, der Rumkugler hat was anderes im Sinn. Oh, da steckt ja Booster dahinter. So, und jetzt kommt ein ganz besonders unappetitlicher Ausspruch.
Lasst uns Impfverweigerer mit dem Blasrohr jagen. Weidmanns Heil. Wer hat diesen menschenverachtenden Ausspruch getätigt? Asin Kassim hat er gehört. Nein, es war der Christian Ortner, ein österreichischer Journalist. Ich kann hier noch wiederholen, nur noch wiederholen. Menschenverachtender Aufruf zum Töten Andersdenkender. Das ist Schande, Herr Ordner. Dankeschön, lieber Matthias. Es ist immer wieder gut, wenn zwischendurch die vielleicht doch auftauchenden Emotionen ein wenig gekühlt werden durch diese wirklich klangvolle Musik. So, ihr Lieben, es geht weiter. Am 10.11.21 hat jemand geäußert, die Zeit der Solidarität mit jenen, die sich aus fadenscheinigen Gründen nicht impfen lassen wollen, ist abgelaufen. Nun, wer war das denn wieder? Na, ganz einfach, es war unsere ehemalige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Nun, auch da kann ich nur sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, es wäre besser gewesen, sie wäre im Bauernkuhstall geblieben. Grüß dich. Nun, ich darf noch weiter meinen Kommentar dazu abgeben. Das ist nämlich jene Dame, deren verlängerter Rücken unseren Arbeitsminister Kocher so begeistert hatte, dass er ihn fotografisch bei der ORF-Veranstaltung Licht ins Dunkel, glaube ich, war das, oder sowas ähnliches, fotografieren musste, damit er sich dieses Bild vermutlich irgendwo aufhängen konnte, vom schönen verlängerten Rücken. Und das, der ist ja immer noch, der ist immer noch dabei. Denn. Ja, ja, wir haben eine ganz seltsame Regierung und ein chinesisches Sprichwort sagt ja aus, wenn man jemandem etwas Ungutes wünscht, ich wünsche Ihnen eine Zeit, eine interessante Zeit. Und wir leben in dieser interessanten Zeit. Dazu sage ich da noch was zum Schluss. So, ich komme also zu einem anderen Herrn, der auch jemand oder vielen bekannt sein muss. Da muss ich allerdings vorher weiter zurückblättern in der Zeit. Und zwar hat dieser Herr folgenden Ausspruch getätigt. Am 8.01.2020 hat er Folgendes gesagt. Die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod. Ich bitte Sie. Also muss ich sagen, 2020 hat er vielleicht etwas geäußert, das belegt, was den Politikern passiert, wenn sie die Wahrheit sprechen. Der Lauterbach hat doch so etwas Ähnliches einmal schon gesagt. Ja, richtig. Das war der liebe Herr Lauterbach. Und jetzt also, wie schnell sich also die Windfähnchen drehen, muss ich also das nächste zitieren. Habe ich ihn denn gefunden? Ja, das war 2020, jetzt kommt 2021. Die meisten Ungeimpften von heute sind bis dahin entweder geimpft, genesen oder leider verstorben. Genau. Nun, das ist doch ganz eine tolle Aussage von diesem Herrn Lauterbach.
Und ich kann dazu nur sagen, ja natürlich, Herr Märchenerzähler, wie wir sehen, sind ja alle schon ausgestorben. Vielleicht sind wir ja irgendwo gar nicht so sehen, Fischen wird geil. Ruhelose Geister. Ist dann fertig, bist, dann habe ich auch noch was zum Scheißschleifen. Ja, ich mache also noch zwei Dinge und dann übergebe ich dir das Mikrofon. Danke. So, wir werden wieder begleitet von Glockenmusik, aber wir versuchen das vielleicht doch noch ein wenig zu übertönen. So, wer hat das denn wieder gesagt? Und was immer man von dem Gesetz halten mag, man muss ihm gehorchen. Ui, sowas. Gesetzen muss man gehorchen. Naja, da haben wir schon viele Gesetze gehabt, die man gehorchen hätte müssen. Also, das war der liebe Herr Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und hierzu kann ich nur sagen, die Diktatur im freiesten Deutschland aller Zeiten lässt grüßen. Und noch etwas zu einer Bekannten, ja, ich nehme an, sie ist noch vielleicht da und dort bekannt, wenn sie nicht nach wohin, Argentinien ausgewandert ist. Aber das hat man ihr ja verboten, sie durfte ja nicht auswandern. Also, die Pandemie ist erst besiegt, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind. Merkel, oder? Das ist der Schwab und der... Nun, wir wissen, dass der liebe Herr Gates ja gesagt hat, wir werden alle 7 Milliarden der Weltbevölkerung impfen. Nun, das war die liebe, unter Anführungszeichen, wie wir wissen, bei mir immer, Frau Angelika Merkel, ehemalige Bundeskanzlerin. Im Volksmund hat sie auch geheißen, die Die Ostdrossel. So, ich darf also weiter noch ein Zitat. Die ist nicht im Osten geboren. Oder ich darf es noch weiter dazu bemerken, diese Frau Merkel, sie ist also die Gattin von dem Herrn Dr. Sauer, das war ihr Gatte. Angeblich nach 24 Jahren vor kurzem wurde die Ehe getrennt. Und dieser Herr Sauer war zufällig Mitglied in der Akademie der Wissenschaft. Und genau diese Akademie der Wissenschaft war jene Akademie, die dafür gesorgt hat, dass all diese, wie soll ich sagen, diese Druckmittel erzeugt wurden, um alle möglichen Leute in die Spritze zu treiben. Genau. Danke, das war's von meiner Seite und jetzt übergebe ich das Mikrofon. Bravo. Dankeschön, ich bedanke mich recht herzlich. Ich komme von Bayern, also wo unsere liebe Merkel ist. Und bei uns, wisst ihr alle, was da gelaufen ist und so weiter und so fort. Der hat sich schon einiges erzählt. Und in der Fachsprache heißt es bei uns so schön, und das ist die Bananenrepublik, ganz einfach, wahrscheinlich kommt es auch deshalb, weil sie gesagt hat, wir schaffen das. Und dann hat es euch ausgemerkelt. Ja, genau, hat es ausgemerkelt. Jens, möchtest du noch jemand sagen, sonst machen wir jetzt Schlussrede. Ja, richtig Schlussrede. Jens macht's. Jetzt sind wir gemerkt. Ja, liebe Leute, das soll es wieder gewesen sein für heute. War wieder ein wunderschöner Spaziergang mit euch. Wunderschöner Nachmittag. Ich hoffe, dass die Leute ringsrum endlich mal anfangen nachzudenken, aufzuwachen. Und vielleicht, dass wir in Zukunft mehrere Leute sind, die diesen Spaziergang machen. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken bei Matthias für das schöne Harfe spielen, für den Sepp, für seine Fragen und tollen Antworten. Natürlich auch bei der Polizei, die uns jeden Sonntag wieder beisteht. Ein riesengroßes Dankeschön und an alle, die da waren. Dankeschön, in diesem Sinne. Bis
bis nächsten Sonntag 14 Uhr am Mozartplatz. Wer Lust und Laune hat, einfach kommen, mitgehen, Spaß haben. Oder Dienstag in Hallein, 16.30 Uhr. Ihr seid alle recht herzlich eingeladen und denkt alle einmal mal drüber nach, was gerade so abgeht in dieser Welt. Danke. Baba! Weiß, ihr habt es gehört. Jetzt ist wieder aller Tage Abend. Ich brauche eigentlich da nicht mehr viel als Schlusswort hinzufügen. Ein Wort möchte ich noch an den Darian richten, falls er das Video vorher sieht, bevor ich ihn leibhaftig wieder treffe. Die liebe Elke hat dir 10 Euro gespendet, gell? Sie lässt dir liebe Grüße ausrichten. Bleib standhaft, sitzt da, lässt sie dir auch ausrichten. Und sie denkt sehr viel an die. Ich werde dir dann die 10 Euro überreichen, wenn wir uns direkt sehen. Und auch den lieben Zusehern bei CryptoTV, danke für euer Interesse. Kommt vielleicht einmal wieder daher, auf dem Mozartplatz, jeden Sonntag ab 14 Uhr. Das wird sich so lang ergeben, solange wir dürfen. Wenn wir es dann nicht mehr dürfen, ist der faschistische Staat komplett installiert. Dann werden wir uns wahrscheinlich an einem anderen Ort befinden. Aber bis so lang nicht ist, werden wir dafür da, für unsere Freiheit, für unseren Wohlstand, für unsere Gesundheit, ja, einstehen, kämpfen, wie auch immer ihr das sehen wollt. Okay, pfiat euch und Baba.